Welchen der folgenden Berufe übte Brees Vater aus? Richter, Aufseher, Staatsanwalt? Ja, ich würde mal sagen, irgendwas in der Sektion, was mit dem Gericht zu tun hat. Staatsanwalt. Ja, war ich doch korrekt, würde ich mal sagen. Susan ist nicht nur eine des... Oh, nein, 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 nein. Nicht nochmal. Oh. Da hat sie schlagartig aufgehört, die Musik. Warum auch immer. Mach mal Pause. Herzlich willkommen zurück zu Desperate Housewives, Leute. Ich habe ein neues Mikro, auch nochmal hier. Ich habe damit auch schon einen Riven jetzt aufgenommen gehabt. Ich muss immer noch einiges umstellen. Also heute steht es jetzt auch schon wieder anders als bei Riven. Mein Lüfter wollte mal wieder nicht so. Jetzt habe ich es auf der anderen Seite stehen. Also falls ihr jetzt irgendwie vermehrt Klickgeräusche wahrnimmt, ja, weil jetzt steht es auf der Seite von meiner Maus. Ich weiß es nicht. Ich habe den richtigen Platz noch nicht gefunden. Ja, schauen wir einfach mal. Okay, und zudem ist mir jetzt bei der Riven-Aufnahme, ich meine, mir ist ja schon einiges schiefgelaufen. Manchmal hat, also einmal hat Fraps abgespackt, damals bei Amnesia. Meine Spiele sind mir abgestürzt. Andere Aufnahmeprogramme sind mir mal irgendwann abgestürzt. Aber was mir noch nie passiert ist, und jetzt das erste Mal bei Riven, mir ist während der Aufnahme Outer City abgestürzt. Also mit dem, das Programm, mit dem ich meine Stimme aufnehme. Ja, das ist natürlich auch richtig scheiße. Also ich konnte da noch mal ein bisschen was herstellen. Irgendwie von einer Stunde Aufnahme, über eine Stunde, konnte ich dann 23 Minuten wieder herstellen. Ja, toll. Und der Rest, der ist dann einfach verloren. Ja. Also hoffen wir bitte, dass das jetzt nicht auch jetzt noch mal passiert. Ich habe langsam keine Lust mehr auf diese ganzen Abstürze von irgendwelchen Sachen. Okay, wir legen los. Wir haben Folge 66, wenn es mich jetzt nicht täuscht. Ich bin auch jetzt das erste Mal mal wieder bei Desperate Housewives, nehme ich nicht so weit im Voraus auf. Also eigentlich wollte ich den Part euch morgen wahrscheinlich bringen. Ja, 66. 69 würde vielleicht hier für die Aufgabe mit Karl besser passen. Aber, ja, zwei Sechsen in der Folge. Ich finde, wir sollten das jetzt irgendwie hinkriegen in der Folge mit Karl, oder? Ja. Sonst müssen wir warten bis Folge 69. Das wäre auch passend. Aber vielleicht können wir ja dann mal wieder... Vielleicht könnten man bei Folge 69... Ich wollte erst sagen, meinen Mann verführen, aber nee. Vielleicht könnten wir ja versuchen, Tom endlich mal rumzukriegen. Wir hatten bestimmt sowieso noch einige nicht. Okay, ja gut, die steht jetzt hier. Die soll anscheinend einen Anruf... Halt, wir machen nochmal Pause. Ich muss erst mal gucken, was steht denn hier? Genau, Zweisamkeit, die braucht irgendwie so einen Anruf, ne? Ja, ist ja eh schon 9:30, also heute Abend kriegen wir das jetzt nicht mehr hin. Oh, warum? Ach so, jetzt. Dringenden beruflichen Anruf, ja, das sollten wir morgen früh machen. Ach so, ja, mit dem Flirt, stimmt, ich muss ja nochmal zu Gabrielle. Finden sie alles heraus. Ja gut, dann müssen wir das dafür machen. Und diese komischen silbernen Glocken. Aber wir haben ja gleich 10. Haben wir überhaupt schon irgendeine? Nochmal ganz kurz Pause, bitte. Obwohl, nein, die Zeit kann ruhig weiterlaufen. Haben wir irgendeine Glocke schon? Nee, hatten wir, glaube ich, nicht, ne? 5 silberne. Das heißt, hat, wenn wir jetzt hier gerade vor ihrem Haus stehen, hat sie schon eins? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, wir wollen sie jetzt auch nicht stören. Sie ist ja gleich beschäftigt. Lasst mich überlegen. Brie, Susan, Lynette, Gabrielle. Wen haben wir noch? Susan, Gabrielle, Lynette, Brie und Edie. Ja, genau. Wir waren ja 4 Mädels bei der Modenschau, dann plus, also ich auch noch. Dann muss Edie auch eine haben. Ja,
merkwürdig eigentlich, dass Edith eine goldene, so eine fünf, eine Glocke hat, weil die haben die doch alle von Mary Alice bekommen oder so, was hat die doch gesagt, oder? Wo gehen wir denn jetzt hin? Wen haben wir denn hier auf unserer Rutsche? Ach Gott, ja, Gabriel. Das ist für morgen. Dann gehen wir doch mal zu Brie. Ja. Ist eh gleich 10, da kommt gleich wieder der Hinweis hier. Ja, komm. Wach bleiben. So, und jetzt geh mal dahin. Warum läuft die da noch rum? Die sollte schon längst schlafen gegangen sein. Ja, oder wach. Scheiße. Ja, dann geh, dreh um. Dreh um, dreh um, dreh um. Und mach mal hier das Ding da weg. Dann gehen wir halt rüber. Ist da noch. Da ist auch jemand wach. Warum sind die denn alle heute Nacht wach? Was wird denn hier schon wieder geplant von denen? Ja, oder wegen dem Abend jetzt, weil wir alle so spät nach Hause gekommen sind. Warum sind die denn alle wach? Oder besitzt vielleicht Mary Alice selbst eine? Also bei Paul Young. Der ist nämlich. Der schläft nicht. Der schläft schon. Ja, die sind alle noch wach. Ja, dann gehen wir doch da mal schnell rein. Gucken wir hier mal vielleicht, weil ich glaube irgendwie nicht, dass Edie eine Glocke hat. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hat Mary Alice selbst eine gehabt. Ja, können wir einfach mal ein bisschen schneller, danke. Boah, ich strahle. Warum ich nachts immer so strahle? Weiß ich auch nicht. So. Ja. Ach ja, ach, jetzt kommt die Kacke ja wieder. Stimmt, 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 stimmt. Glocke. Ja, wie groß sind denn die? Wie groß sind denn die? Kann man die dann einfach so. Also hier sehe ich jetzt mal gerade keine, aber es wäre doch sinnvoll, die irgendwie unten aufzustellen, oder? Wahrscheinlich hatte sie selber doch keine und Idi hat die fünfte. Oder ich vergesse gerade eine Frau und das ist total peinlich. Ach ja, und wir können hier auch wieder nicht hochgehen. Ja, dann ist hier wohl keine. Oder die ist voll mini klein und ich sehe sie nicht. Gucken wir nochmal. Das wäre Kaminsims, wäre doch irgendwie ein guter Platz für so eine Glocke. Ich glaube, ich stelle mir die viel größer vor, als sie eigentlich ist. Geh wieder raus. Nee, dann müssen wir das nochmal eine andere Nacht in Angriff nehmen. Wann haben wir das letzte Mal in unseren Garten geschaut? Das sollten wir jetzt erstmal tun. Oh, sieht eigentlich ganz gut aus. Also ich will hier auf jeden Fall in dem Let's Play bitte noch. Na und? Nein. Möchte ich gerne noch Level 4 erreichen. Das muss doch gehen. Ist die eine jetzt eigentlich. Die war doch tot, oder? Schaut mal, die hat sich wieder erholt. Also sie war wohl nicht tot, sie war wohl nur sehr geschwächt oder so. Oder ich habe einfach magische Hände. Aber das haben wir ja eh schon festgestellt. Ich habe ja auch eine magische Zunge. Ach, schade, dass wir nicht Part 69 haben. Das wäre so schön gewesen. So. Okay, es leckt gerade ein bisschen. Gehen wir mal raus hier. Oh! Und da kam gerade irgendwie ein Sternenhimmel. Weiß nicht, ob ihr das auch auf der Aufnahme seht. Ich hoffe, es passt noch alles und nicht, dass Outer City schon wieder abgestürzt ist oder so. Okay. Okay. Ach so, ja, schlafen, ne?
Und kochen wollten wir auch mal wieder, aber das machen wir jetzt nicht in der ersten Sexfolge. War das nicht mal meine Seite irgendwie? Das war eigentlich immer meine Seite, Dave, glaube ich. Muss das sein? Geselligkeitswert, ja. Also, ich habe Besseres zu tun, als mich in irgendwelchen Gesellschaften zu verbringen. Gesellschaften zu verbringen? Was? Ich weiß mal nicht, was ich rede. Okay, ein neuer Tag. Karl. Wir müssen Karl erstmal in Angriff nehmen, bevor wir irgendwas anderes tun. Ach ja, und zieh dich endlich mal wieder um. Kann ja nicht so weitergehen. Mein Kühlschrank macht auch mal wieder komische Geräusche. Ich habe nämlich schon festgestellt, das nimmt das Mikro auch auf, obwohl der ewig weit weg ist, aber naja. Ja, und? Geht's hier weiter oder was? Ja. Was ziehen wir denn an? Pff. Ach, warte mal, wir treffen uns ja mit Karl. Ich würde sagen Unterwäsche. Könnte man die denn jetzt, wenn ich die auswähle, ist doch total doof. Also, lässt sie die dann auch mal an? Man weiß es nicht. Eigentlich nicht, ne? Wir haben doch immer nur die gleiche Unterwäsche, glaube ich, an. Hier, zieh mal. Können wir mit Unterwäsche draußen rumrennen? Komm, ich meine, ein sexy Part, habe ich gesagt. Also ein 60-60-sexy Part. Ich würde sagen, wir versuchen das jetzt einfach mal. Warum denn nicht? Komm, Spaß an der Freude, Leute. Die roten Schuhe. Oder noch ein bisschen mehr. Ja, hier, nee, bestimmt nicht. Ja, halt Idi, ne? Er muss. Vielleicht verwechselt er uns ja auch einfach. Vielleicht sollten wir nochmal schnell in die Stadt Frisur ändern oder so. Ja, die anderen sind jetzt alle nicht so nice irgendwie. Ich weiß, die gefallen mir halt aber auch irgendwie nicht so richtig. Ah, warte mal. Nee, nee, es passt nicht. Ich weiß nicht, ich mag die hier schon irgendwie am liebsten. Wie geht's da euch so? Von den weiblichen Zuschauern? aber die sind so dunkel. Ich hätte die gern so in richtig knallendem roten Lack. Haben wir irgendwelche Stiefel? Warum gibt es hier eigentlich keine Stiefel? Overknees. Das würde jetzt passen. Oh mein Gott. Ja, ich würde sagen. Ach komm, ja, dann kommen dann immer doch die, weil die passen von der Farbe her. Das sieht schon sehr schlampig aus. Ja, aber das wollen wir ja. Änderungen annehmen. Ja, also das geht schon mal. Mal gucken, ob wir auch so rausgehen können. Halt, wir müssen erstmal ID. Beruflicher Notfall und so. Oh, wer läuft denn da? Was sind denn hier? Was ist denn hier los? Eine Bitchy-Parade schon wieder. Ich sell mich gleich ein hier. Sollen wir da erst vor ihrem Haus stehen? Wäre vielleicht sinnvoller, ne? Ich hoffe, das funktioniert dann alles. Ja, Sinnovia, sieht gut aus. Ich glaube, die Schuhe, schau mal, das passt gut hier zusammen irgendwie. Ja, hallo Sohn, Sinnovia geht doch da nicht so weit lang. Er soll dich doch gar nicht sehen. Tür öffnen. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich glaube, das habe ich noch nie versucht in dem Spiel, mit Unterwäsche rumzulaufen. Scheint zu klappen. Frühstück gibt's nichts. Ich bin das Frühstück hier. Nein, ich bin der Hauptgang. Ja, scheint zu klappen. Das wollte ich eigentlich damals auch bei Fahrenheit machen, hier mit der Carla. Da wollte. Ja, jetzt hast du schmutzige Wadeln. Aber gut. Was? Dorothea? 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 Deine Haarfarbe würde sehr gut zu meinem Outfit passen. Oh, hier! Die kommen alle wieder zurück. Wo kommen die denn alle her? Deidra? Deidra? Wait. Deidra? War das nicht die. Oh, Paul Young. Hallo? Was ist denn hier heute los? Deidra? War das nicht die Schwester oder die Freundin damals von. Mike gewesen?
Haben Sie in letzter Zeit merkwürdige Gestalten hier in der Nachbarschaft bemerkt? Oh, Deidre, machst du auch jetzt auf Detektivin, wie ich? Die einzig merkwürdige Gestalt sind Sie. Ja, habe ich. Manchmal fühle ich mich beobachtet. Besonders wenn ich mal wieder mit Unterwäsche rumlaufe. Wenn ich das nächste Mal etwas Verdächtiges bemerke, rufe ich die Polizei. Ich muss los, bis später. Ich habe noch was Besseres zu tun. Bis dann. Die hat auch so ein schönes Kleid an. Ich meine, es ist jetzt nicht so ganz meine Farbe, aber irgendwie, das sieht gut zu ihr aus, zu Deidre. Na gut, seine Schwester kann es eigentlich nicht sein, ne? Weil die war jetzt ein bisschen dunkler als Mikey Boy. Geh mal auf den Gehsteig, Zenobia. Das kann doch nicht mit. Das kann doch nicht so weitergehen jetzt hier. Oh, wer kommt denn da? Hi. Ja, lass es mal zu Idi gehen. Müssen jetzt hier nicht die ganze Zeit da so lang laufen, wenn keiner mehr kommt. So, bleib jetzt mal hier irgendwie. Wo stellen wir uns denn hin? Ein bisschen versteckt. Vielleicht in ihren Hintergarten? Ist das so eine Hintertür? Könnte man da rein? Nein, kann man nicht. Nein, geh da weiter. Mach das zu. Geh mal in den Garten rein. Vielleicht gibt es ja irgendwas Schönes zu sehen, was wir noch nie gesehen haben. Ich kann gerade überhaupt nicht sehen. Ah, ist auch noch eine Hintertür. Guck mal. Gehen wir doch mal hin. Aber wir stellen uns trotzdem gleich neben das Haus, damit wir echt gucken können, ob sie auch rausgeht dann. Ich kann hier gerade ganz schlecht gucken. Was ist denn hier los? Und es leckt unglaublich stark. Das müsste aber bedeuten, dass noch alle Programme laufen. Ja, nein, Zenobia, bitte, lauf doch einfach davor. Ich hab doch gar nicht jetzt. Bitte. Zenobia, wir können auch mal ein bisschen hier rankommen. Vielleicht wird es dann besser. Oh, ich habe sie gerade gesehen. Scroll hier nochmal so rüber. Cool, kann man reingucken. Einmal drehen, 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 drehen. Blätter, blätter, blätter. Oh, hier kann ich nicht mehr. Aha. Verlässt sie vielleicht schon jetzt gerade selber das Haus? Geh nochmal hier zurück. Ja, gut. Ja, lass uns mal Vogelperspektive mit Sonovia. Warum auch nicht? Mal ganz anderer Blick hier. Oh, wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Was ist denn hier schon wieder los? Die gehen doch echt alle hier rein, oder was? Ich dachte schon, jetzt läuft bei ID wirklich hier so eine Bitchy-Party oder so. Mirnja, Mirna, Mirna. Bäume? Ja, irgendwie. Wie stellen wir uns denn jetzt hier am besten hin? Gehen wir auf die andere Seite. Das hat doch hier alles gerade keinen Zweck. Es ist übrigens nicht kalt. Keine Angst, Leute. Es ist nicht kalt. Zenobia friert nicht. Wenn die Nippel stehen, dann stehen sie vor Aufregung. Da läuft sie doch lang. Kommt sie jetzt raus? Nee, läuft einfach nur lang. Gut, dann stelle ich jetzt mal hier hin. Ich hoffe, sie nimmt nicht ihr Auto, was gar nicht gehen kann, weil hier kann gar kein Auto rausfahren. Also ist alles in Ordnung. Und hier steht ja auch keins. Bleibt mal hier so stehen. Können wir noch ein bisschen scrollen? Nein, können wir nicht. Dann bleibt mal hier stehen. Vielleicht so, dass ich das alles ein bisschen besser. Obwohl, hat eigentlich was, ne? Hier aus den Bäumen heraus. Dann können wir das genau beobachten, Leute. Das machen wir jetzt. So. Scrollen. Ich hoffe, ich habe eine Nummer von ihr. Ja, habe ich. Natürlich, da oben gleich. Ja. Edie Britt. Britt Immobilien. Wie kann ich Ihnen helfen? Warum habe ich gerade schon wieder so eine Schweinchennase? Ich sollte mal wieder zu meinem Mann gehen. Und wir müssen da mal ein bisschen was machen. Hallo, Mrs. Britt. Ich heiße. Cthulhu? Cthulhu? Ernsthaft, Sinovia? Aloysius. Bernadette. Bernadette Farnsworth.
Young Husband. Bernadette Farnsworth Sucott. Und ich habe großes Interesse an einem Anwesen in Twelve, nein. Doch, Twelve. Get away, get away, get away, get away, get away, bitch, get away, get away, bitch. 12 Lonesome Road ist auch geil. Divorce Kurt ist auch geil. Easy Street, das sind alles, das gibt's doch überhaupt nicht, das ist doch bescheuert. Doch, mach mal. 12 Lonesome Road. Ich bin zwar für die Gegend zuständig, aber ich bin gerade genau auf der anderen Seite der Stadt. Scheiße. Ich habe erst in 2 Wochen einen Termin frei. Kann ich Sie dafür vormerken? So um die Mittagszeit? Okay, ich könnte jetzt auf diesen. Ich gehe auf zu einem anderen Makler gehen. Das ist natürlich auch gut, aber ich mache es jetzt nochmal hektischer. Das ist schade. Ich wollte eigentlich, wenn es geht, diese Woche noch einziehen. Um ehrlich zu sein, je schneller, desto besser. Nein, ich treffe Sie dort in einer halben Stunde. Handy. Vielleicht sollte ich es mal lautlos machen. So. Das dachte ich mir doch, dass es geht. Super. Hören Sie, wenn ich zu spät kommen sollte, keine Panik. Mein Fahrer ist schon ziemlich alt und verfährt sich manchmal. Sie wissen, wie das ist. Ja, sicher, weiß ich. Bis später dann. Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mrs. Britt. Da läuft sie doch. So kommt sie jetzt hier raus. Dann hier kommen noch mal durch die Büsche gucken. Ganz versteckt. Ja. Gehst du jetzt, läufst du jetzt dahin oder fährst du mit dem Auto? Du läufst einfach. Ja, warum auch nicht? Sollten wir noch ein bisschen länger warten? Nicht, dass sie uns jetzt. Ach, die ist doch schon voll heiß auf die Kohle. Kriegt doch gar nichts mehr mit in ihrem Hirn. Ja, gut, dann ist er jetzt freie Bahn. Ich hoffe, er ist jetzt wenigstens zu Hause. Was? Was? Das ist doof. Reinschleichen? Ernsthaft? Sie ist jetzt weg, ne? Reinschleichen? Ja, jetzt ist sie weg. Vielleicht geht's jetzt erst. Ich will nicht reinschleichen. Ist jetzt Karl nicht da? Willst du mich jetzt verarschen? Mach mal Pause. Ach, jetzt kann ich gar nicht das Handy. Das habe ich doch jetzt. Genau. Ich habe sie doch jetzt aus dem Haus gelockt. Aber Karl ist nicht da. Das ist doch jetzt Verarsche. Kann ich ihn jetzt anrufen? Ich habe doch gar nicht seine Nummer, oder nicht? Nee, habe ich nicht. Das ist doof. Karl, soll ich jetzt reinschleichen? Keiner ist zu Hause. Ja, dann schleiche ich jetzt einfach rein, weil. Dann kann man wenigstens nach der Glocke suchen, oder wie, oder was? Ich wollte jetzt eigentlich in der sexy Folge Karl verführen. Was ist das für ein Reinfall? Muss das jetzt auch bis. Doch bis Folge 69 warten, oder wie? Ja, ich bin ins Haus der Brits eingebrochen. Ja, sie ist ja eh nicht da. Ich hoffe, sie kommt jetzt nicht gleich wieder. Gott, das wär's jetzt. Okay, Glocke. Das heißt, sie müsste ja eigentlich eine haben. Vielleicht steht die oben am Bett oder was? Ja, geh doch einfach mal hoch. Siehst du, da kommt zwar auch keine Auswahl, aber sie geht dann wenigstens auch hoch. Auch wenn sie sich hier mal wieder lang, ganz langsam lang legt. Wie das aussieht jetzt hier.
Das ist ja geil. Mit Unterwäsche im Haus, auch wenn Karl nicht da ist. Vielleicht hat sie irgendwelche schönen Spielsachen, die ich jetzt benutzen könnte. Ich wollte gerade sagen, dass sich das Falsche angehört hat, als es sein sollte, aber stimmt gar nicht. Es sollte sich genauso falsch anhören, wie es aus meinem Mund kam. Diverser Schmuck, ja, könnten wir eigentlich mitnehmen, ne? Macht bestimmt Kohle. Vielleicht schläft Karl ja auch. Das wäre es jetzt. Nee, scheint aber nicht so. Ja, super, wenn der nicht da ist. Ist ja voll nervig. Ich brauche so eine doofe Glocke. Nimm mal den diversen Schmuck und rutsch jetzt bitte nicht aus. Das könnte wehtun, Zenobia. Also, mach mal ganz kurz Pause, bitte. Ja, neuer Gegenstand, diverser Schmuck. Glocke. Ich brauche so eine Glocke. Das ist doch Kleingeld, Münzen wieder, die wackeln nur. Was liegt hier denn? Wieder Aktenstängs. Ich will mal ein bisschen schnüffeln, aber es geht alles nicht. Aber hier ist keine Glocke. Oh Gott, wahrscheinlich übersehe ich sie. Was ist da hinten? Ach, Geld, oder? Aber wir haben ewig viel Kohle, fällt mir gerade auf. Also Geld müssten wir jetzt nicht mitnehmen. Nochmal Play. Ja, Geldbeutel. Glocke, 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 Glocke. Also hier ist keine. Aber gut, ich denke auch immer noch, ich. Silberne Glocke. Da ist doch eine. Warum? Das ist doch so ein Kästchen. Oh Gott, wie sieht denn das Ding aus? Wäre mal interessant dann zu sehen. Und warum habe ich eigentlich das Ziel nicht erfüllt? Weil ich meine, ich habe doch jetzt sie auch aus dem Haus gelockt. Ist doch scheiße. Oh, noch eine Pfütze. Da, die sind da so drin, okay. Ja, vorsichtig. Cool. Mal Pause. Freundschaft Silberglocke von Mary Alice. Eine kleine Silberglocke, die Mary Alice den anderen Hausfrauen der Wisteria Lane als Zeichen der Freundschaft überreichte. Ja, cool. Ja, dann haben wir ja schon mal eine. Diverser Schmuck. Pfandhaus, doch etwas Geld bringen. Ja, ist doch gut. Schwarze Titan. Oh, die können wir doch alle noch. Kann man die nicht alle verkaufen? Wir haben so viel Zeug hier noch. Warum können wir das alles nicht verkaufen? Ach so, natürlich Play. Wieder zurück. Bitte jetzt nicht nochmal ausrutschen. Nein. Also, ist sie ja gar nicht. Kerzen sind auch nice. Nimm mal hier. Oh! Geschenkkarte! Nimm die Geschenkkarte mit. Ich wollte hier gerade sagen, man könnte auch ein bisschen in den Klamotten mal stöbern. Top kostenlos. Ich glaube, wir haben zwar alle Tops gekauft, die man so kaufen kann, aber kann man immer noch mal mitnehmen. Ah, Treppenhaus. Geh gleich Treppenhaus. Ja, das ist echt doof. Also wir gehen jetzt erstmal wieder raus und das ist doch scheiße, dass Karl jetzt nicht da ist. Sau, nervig. Und das noch nicht mal das Ziel erfüllt wurde, also dass wir sie jetzt aus dem Haus gelockt haben. Ich meine, das haben wir ja getan. Irgendwas fehlt mir doch gerade in meinem Hirn. Bleib mal hier stehen, bitte, Sonoria. Lauf doch jetzt nicht mit deinem Büstenhalter auf die Straße. Wir haben sie doch aus dem Haus gelockt. Das müsste doch hier eigentlich schon. Hätte man sie vielleicht dann nachts doch schon aus. Aber es wäre ja blöd gewesen. Wir hatten ja nur eine halbe Stunde dann. Ja, doof. Wann kommt denn Karl nach Hause? Ich meine, wo ist denn der? Das ist blöd. Schau mal, wie ich hier stehe. Wie hingestellt und nicht abgeholt. Dienste. Ich rufe gleich irgend. Na, egal. Vincent.
Wieso habe ich Vinzens Nummer eigentlich? Hier will ich gar nicht anrufen. Gabriel. Daniel. Oh, Daniel. Jetzt habe ich halt Unterwäsche an. Das ist doch alles ein bisschen blöd. Ja gut, ach so, wie lang ist denn die Folge schon? Sonst geht die sexy Folge halt so noch weiter. Aber es hat ja keinen Sinn. Ich glaube, wir gehen jetzt nach Hause erstmal und ziehen uns um auf die Sache hier mit. Das ist doch echt blöd jetzt. Ich will jetzt Karl haben. Toll. Echt toll.